Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und wir spielen weiter mit Star Wars aus dem Jahr 1991 auf dem NES. Und beim letzten Mal waren wir hier stehen geblieben im Todesstern. Wir sind hier schon beim Falken angekommen und ich habe mich eben hier schon richtig gewundert. Ich habe schon mal den Part so begonnen und dachte schon so, nein, hier geht's nicht weiter. Ich muss nochmal zurück, was muss ich machen? Und ich habe dann mal so ein bisschen geguckt, weil ich habe es echt nicht rausgefunden. Man kann hier einfach an der Stelle in den Falken einsteigen. Ich fand es jetzt nicht wirklich ersichtlich, aber gut, Hauptsache ich habe den Todesstern erstmal geschafft. Und damit geht's jetzt weiter hier. Und wir müssen laut dem Text jetzt hier anscheinend versuchen, irgendwie die Schiffe aufzuhalten, während der gute Han Solo alles Mögliche zum Entkommen vorbereitet. Und wir wissen ja schon, beim letzten Mal war diese Weltraummission unfassbar schwer. Und ich gehe fast davon aus, die wird nochmal so schwer. Ah, die Musik ist geil. Okay, TIE Fighter abballern. Soweit, so gut. Schießen die auch auf mich? Da oben kommen Schüsse, aber die fliegen an mir vorbei. Es ist wie bei... Ah, nein. Es ist wie bei Super Star Wars. Wir müssen tatsächlich auch die Projektile abschießen. Das ist super bescheuert, weil die eigentlich ja mit Lasern schießen, aber man kann hier so gesehen Konterlaserschüsse abschießen. Komm, ah, ich habe doch da drauf gezielt. Also, nein, das war jetzt... Oh, nein. Boah, ich habe das irgendwie hinbekommen. Also, nicht nur... Oh, da muss man so rumshaken oder was? Na, guck, wieso denn? Also nicht nur auf die Flieger achten, sondern viel eher... Und das ist viel wichtiger. Auf die Projektile. Ich krieg das nicht hin. Mein Gott, was ist das schnell. Auf die Projektile von denen. Also auf die grünen Laser schießen jetzt hier. Wichtiger. Oh, jetzt kommen aber super viele von denen. Wie soll man das denn hinkriegen? Ich habe nur noch ein Leben übrig. Oder, ja, zwei eigentlich. Weil man hat natürlich auch noch das nullte Leben. Aber ich sehe schon, das wird hier auch wieder eine Laden- und Speichern-Orgie, so wie es ausschaut. Komm, treffe ich den? Ja. Okay, einen... Freischuss habe ich noch. Ja, das war's mit dem Freischuss. Und den konnte ich... Ich habe drauf gezielt. Ich konnte ihn nicht erwischen. Und nochmal von vorne das Ganze. Meine Güte. Das Spiel ist so unfassbar schwer. An manchen Stellen. Ich frage mich echt, wie das manche durchhaben spielen können. Und übrigens, ne? Speicherfunktion und so. Sowas gab es damals natürlich gar nicht. Wie hat mich das denn jetzt getroffen? Sowas gab es natürlich damals noch gar nicht, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, ob es hier so eine Art Passwortsystem gab, aber ich kann mir vorstellen, dass man das am Stück durchspielen hätte müssen. Oder aber... Ne, die konnte ich doch gar nicht aufhalten jetzt. Oder aber mit den Continues, die man dann halt übrig hat, ne? Also wenn man einmal Game Over ist, alles nochmal von vorne. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Spiel so gut wie nie durchgespielt wurde. Komm, halt die auf. Ja. Und den auch. Wow, das war richtig gut. Wir werden es jetzt noch einmal so am Stück versuchen. Beim nächsten Mal werden wir auf jeden Fall so ein bisschen versuchen, dann zwischendrin immer mal zu speichern. Bei sowas dann hier zum Beispiel neu laden, wo es dann einfach nicht klappt, die drei Dinger auf einmal abzuschießen. Die drei Laserschüsse auf einmal. Hier, das war zum Beispiel super gut. Aber noch haben wir ja die Möglichkeit. Bam, 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 bam. Obwohl, ich setze jetzt hier einfach mal zwischendrin so ein... Ja gut, komm nochmal. Ich setze jetzt hier zwischendrin mal so einen kleinen Speicherpunkt, weil ich glaube, wir sind gar nicht so schlecht dabei. Und jetzt nochmal alles neu. Jetzt trifft er irgendwie gar keinen. Jetzt trifft er gar keinen. Ich weiß nicht warum. Ist vielleicht auch der letzte TIE Fighter. Es scheint mir so. Ne, da kommt nochmal neu. Oh mein Gott. Und da sind wir schon wieder down. Okay, nochmal. Kann ich das nicht schaffen, hier am Anfang beide aufzuhalten? Doch. Okay, jetzt nochmal speichern. Wir werden das jetzt hinkriegen. Es wäre ja wohl gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. Ah. Die lenken sich hier aber auch echt spät ein manchmal. Schüsse, oh, warum? Nein! Und jetzt auch noch der. Das ist so gemein. Aber wir haben schon mal... Also, es kann doch nicht sein, dass das so lange immer hält. Wie viele TIE Fighter habe ich denn jetzt hier schon abgeschossen? Oh, ich muss ja die ganze Zeit... Nein, der Schuss darf nicht ankommen. Okay, wir haben kein Schild mehr. Ein Treffer ist unser Verderben. Komm, bitte. Ich habe jetzt so viele umgebracht schon von denen. Nee, die kommen durch. Da kann ich nichts machen. Da kann ich nichts machen. Meine Güte. Ist es wieder hier vom Schwierigkeitsgrad übertrieben. Nee, nochmal bitte. Ach, komm. Jetzt schießen sie hier unten. Jetzt schießen sie da oben. Wie soll man das denn hinkriegen? Die schießen da ja so extrem viel.
hintereinander, nebeneinander, übereinander. Nee, ich weiß nicht, wie ich die Stelle schaffen soll, ohne da Hits zu kassieren. Das müssen wir eigentlich nochmal neu... Ich weiß nicht, vielleicht müssen wir es auch komplett nochmal neu spielen und dann, weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht so genau. Also das ist ja hier wieder Schwierigkeitsgrad. Ich schummel mir hier schon wieder einen ab, ne? Ihr merkt das ja. Als würde ich das so frame-perfect hier alles hinbekommen. Aber ich weiß nicht, wie man das... Normalerweise schießen sie auch simultan links und rechts. Das war doch einfach unmöglich, die jetzt zu erwischen. Treff ihn, ja. Komm, bitte treff. Ja! Ja, das war super. Das war auch super. Okay, jetzt schnell einmal speichern. Den oben. Nein, er hat ihn nicht getroffen. Und der macht mich jetzt richtig fertig. War's das? Bitte war's das. Ich glaube, das war's. Und jetzt kommt so die zweite Welle, startet jetzt. Bist du bereit, Jüngchen? Ne, ich glaube, wir haben's. Meine Güte. Och, ist das anstrengend. Und Luke rennt schon los in seinen... Ach so, der rennt jetzt in... Ja, natürlich, R2-D2 kommt. Ja, wir rennen jetzt in den X-Wing und auf geht's. Da kommt sie, die Staffel, auf den Todesstern. Der Anflug beginnt. Eventuell also hier jetzt die letzte Phase, die letzten Szenen. Es dürfte ja eigentlich dann keinen Bodenkampf mehr geben. Ach nein, jetzt nicht nochmal fliegen. Ach nein, das gleiche nochmal. Okay, wir speichern hier nochmal auf den zweiten. Bloß halt... Oh, und jetzt... Oh, das gefällt mir gar nicht. Da gefiel mir das eben besser. Weil jetzt zieht das Cockpit mit und das gefällt mir überhaupt nicht. Oh, das gefällt mir so gar nicht. Oh mein Gott, das ist super schwammig. Ist es schwammig? Das ist mehr als schwammig, liebe Leute. Das ist schrecklich. Das ist das Level, was ich niemals sehen will. Mein Gott, ist das schlimm. Oh. Okay, ich werd hier hundertprozentig Ewigkeiten dran sitzen. Das ist übel widerlich. Meine Güte. Okay, wie viel Continuous haben wir denn eigentlich? 7. Ist eigentlich egal, ob wir jetzt Continuous nehmen oder nochmal speichern. Aber ich werde hier Ewigkeiten dran sitzen. Eben war es okay. Man hat eine feste, zentrierte Kamera. Jetzt dieses... Es ist einfach ein anderes Level von schwammig. Es ist so schwammig, diese Steuerung. Es ist nicht ersichtlich, wann dreht sich das Cockpit mit. Wie weit dreht sich das Cockpit mit. Oh, mir wird jetzt schon schlecht bei dem Spiel. Mir wird jetzt schon richtig schlecht bei dem Spiel. Ey, man kann... Nee. Och, ist das scheiße. Na, wenn ich hier oben bleibe, dann treffen mich anscheinend die Dinger nicht. Ich habe anscheinend eine ganz gute Taktik, jetzt trifft mich das, naja. Okay, ich werde hier einen Cut machen und das irgendwie durchschummeln. Das ist... Boah, ist mir... Ich muss gerade erstmal Pause machen. So, da haben wir es geschafft. Und diese Passage, ich will das wirklich nie wieder in meinem Leben spielen. Es hat mir wirklich... Ich habe da irgendwie Übelkeit bekommen, weil es ist wirklich schrecklich. Das ist irgendwie so eine Art, wenn du die Steuerung... Ich bin fast tot. Also ich werde das beim ersten Versuch hier nicht schaffen, was ich auch immer machen muss. Oh, da kommt ein TIE-Fighter hinter mir. Ich habe Kopfschmerzen des Grauens und Schwindel und Übelkeit bei dieser Stelle bekommen, weil die Steuerung so ekelerregend schwammig ist. Das ist unfassbar. Wow! Okay, das ist auch ein neues Level von schwer hier. Okay, wir dürfen nichts berühren, haben TIE-Fighter, die uns ein bisschen ärgern. Aber immerhin nicht diese eklige Ansicht wie eben. Also wirklich, ey, boah, mein Gott, war das schrecklich eben gerade. Mir wurde richtig, richtig schlecht dabei, das zu spielen, weil das so eine widerliche Steuerung hat. Du hast das Gefühl... Boah, ist das schnell? Ist das schnell? Boah. Du hast das Gefühl, wenn du gelenkt hast nach links, nach rechts, das ist wirklich noch eine halbe Sekunde... Nee, länger. 2 Sekunden danach immer noch so reagiert, als wärst du irgendwie mit 5 Promille unterwegs gefühlt, ja, und das ist natürlich eine übertriebenste Übertreibung, aber holy moly, war das eklig. Oh, ich bin schon wieder fast tot und das ist hier zu schnell. Das wirkt vielleicht jetzt super langsam, ich weiß nicht, wie das wirkt für euch, aber ich kann euch sagen, das ist Heidewitzka, ist das schnell. Man hat auch gar keine Zeit, den Bildschirmrand hier zu sehen. Das muss man doch auch auswendig wissen, wo hier welche Objekte kommen. Wow, wow. Ah, Mann, ist das schwer. Aber die Musik ist geil. Weg mit dir. Hier muss ich vielleicht auch versuchen, auf geraden... Oh.
Also da rechts lang zu fliegen, ist ja jetzt schon Selbstmord. Dass man hier auf geraden Strecken auch nochmal Safe States setzt. Allerdings sind die Safe States auch immer sehr... Ja, das war ein super schlechter Anfang. Sind die Safe States auch immer super schwer zu erreichen für mich. Weil es nun mal so ist... Ah, die fliegen mir sogar so richtig hinterher. Weil es nun mal so ist, dass ich dafür komplett umgreifen muss. Ich habe jetzt ja einen Controller in der Hand gerade. Und wenn ich so ein Safe State setzen möchte, ich muss links bleiben. Dann muss ich natürlich umgreifen auf die Tastatur und dann da eine Kombination von zwei Tasten drücken. Hallo, hallo, Hilfe, nein, wow, schaffe ich das? Das ist nicht mal möglich, nein. Oh, es ist schwer, ey, es ist schwer. Wie soll man das denn hinkriegen? Alter, muss das eine frustrierende Frustscheiße gewesen sein damals, als man das gespielt hat. Wie kann sich sowas verkauft haben, frage ich mich nur. Yo, TIE Fighter, jetzt lass mich doch einfach mal, wenn die mal wenigstens auf einen schießen würden oder einen entgegenfliegen. Aber nein, die rammen einen ja nur. Ja, das ist eigentlich auch schon wieder beschissener Anfang. Liebe Leute, ich werde hier so abschummeln. Ich tu mir das nicht an, dass ich das jetzt hier irgendwie am Stück schaffen muss. Das ist einfach wieder mal so ein Level von way too hard. Ja. Viel zu schwer, aber sowas von viel zu schwer. Soll das eigentlich dann der Trench Run sein? Höchstwahrscheinlich, ne? Ich sehe keine Möglichkeit für mich hier in irgendeiner Form mal zu speichern. Zwischendrin. Hier ist eine lange Gerade, aber das kann man sich ja nicht merken. Ah, halt, das ist das Falsche. Holy moly, also schießen kann man hier eigentlich auch fast schon ignorieren. Oh, aber die rammen einen auch immer. Wenn man viermal gerammt wird, ist man auch down. Komische TIE Fighter, die einen rammen. Das ist eigentlich ein schlechter Versuch, den ich hier gerade habe. Nicht vergessen, gleich kommt diese Schräge, die so weit nach rechts geht. Ja, toll. Aber davor kommt natürlich das. Ah, ist das gemein alles. Wie soll man das denn in einem einzigen Rutsch denn schaffen? Wie? Was haben die sich denn dabei gedacht? Halt, ich speichere. Okay, wir fliegen jetzt erstmal irgendwo rein. Was haben die sich denn dabei gedacht? Hat das denn irgendjemand von den Entwicklern selber mal geschafft? Jetzt super steil nach rechts und nach links und nach links und nach rechts und nach... Wow! Okay. Jetzt hätte ich natürlich speichern können da an der Stelle, aber... Nein! Wo bin ich jetzt? Ach, jetzt habe ich natürlich... Ich habe genau in dem Moment umgegriffen, habe geguckt. Kann ich speichern? Das war jetzt natürlich mein Verhängnis, aber jetzt weiß ich wenigstens so einigermaßen von wegen an der einen Stelle. Jetzt nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts. Oh, ah, überall Gegner und Blockaden. Ich weiß nicht, ob der Speicherstand hier gut ist. Ich weiß es nicht, ich habe nur noch ein Drittel Leben. Ich glaube, ich kann wahrscheinlich nur noch einen TIE Fighter berühren. Danach platze ich auf wie ein... Okay, der ist jetzt in mir gespawnt, oder? Finde ich auch fair. Also, natürlich, super fair. Dann fliegen wir halt ein Stückchen weiter weg vom Bildschirmrand unten. Ja, da ist er. Jetzt rammt er mich Harakiri-mäßig hier. Ja, ich weiß, heißt Kamikaze. Kamikaze-mäßig in den Todesstern rein. Was will ich da tun? Diese Selbstmordattentäter. Bitte lass mich. Ach... Ha, das ist doch schon so schwer genug. Haben die das denn nicht gemerkt? Dass das schon so einfach fast schon Ding der Unmöglichkeit ist, es überhaupt durchzustehen. Müssen denn jetzt hier in einem drinne, hinter einem auch noch irgendwie X-Wings und TIE Fighter spawnen, die einen in den Todesstern reinrammen müssen? Ist ja nicht mal so, yo, lass mich doch mal in Ruhe. Ich hab echt den rein, ich werde nochmal ab hier spielen müssen. Bin mir ziemlich sicher. Es wird jetzt hier das reinste Gelade. Es wird jetzt hier das reinste Gespeichere und Gelade werden. Aber wenn ich hier einen einzigen Treffer auch nur kassiere. Ihr seht jetzt, am Ende sind 3, 4 TIE Fighter auf dem Bildschirm, die einen alle einfach nur so reinfliegen, wie sie wollen. Da habe ich keine Möglichkeiten, das anders zu machen. Boah, mein Gott. Das ist so schwer. Das ist so unfassbar schwer. Wer hat sich das denn so... Wer hat denn das Spiel ein einziges Mal von den Entwicklern selber gespielt? Viel zu schwer.
Speichern, speichern. Nein, jetzt hat er mich genau in dem Moment berührt. Naja, na toll, weil jetzt wieder einer nicht ersichtlich hinter einem spawnt. Jetzt bin ich eigentlich genau an der gleichen Stelle, wie ich auf dem anderen Speicherplatz war. Bringt mir rein gar nichts, dass ich da gespeichert habe. Ich kann hier nur den Kopf schütteln. Ich kann hier nur den Kopf schütteln, so schwer wie das ist. Na. Ah. Ha, ansonsten werde ich hier natürlich auch mal vielleicht versuchen, einen Cut zu setzen und dann, den Versuch reinschneiden, wo ich es dann einigermaßen schaffe. Und das mache ich jetzt auch. Also, wir sehen uns, bis ich aufhöre zu heulen. Nein. Ah, komm. Nein, ich bin gestorben. Komm. Komm. Haben wir getroffen? Ich glaube, wir haben getroffen. Mein Gott, ey, ist das ein Mist. Ich habe ungelogen so lange gebraucht. Uiuiui, war das schwer. Cool. Endsequenz. Bisschen schnell, das Lied. Aber cool. Mein Gott, dieses Ende, es war... Also nee, ich will das auch nie wieder spielen. Also hier gab es ja zwei Stellen in diesem Spiel, im letzten Part, die ich mein Leben lang nie wieder spielen möchte. Aber das mit dem X-Wing-Ding, das hat mir wirklich Kopfschmerzen gemacht. Also das erste. Jetzt das zweite, es war einfach nur unfassbar schwer und ich fand es saumäßig schnell. Ich fand's, oh, jetzt ist die Maus im Bild, aber das ist mir jetzt egal. Ich fand's saumäßig schnell. Was ich übrigens interessant finde, ist, dass er mir jetzt 100% Completion anzeigt, was ja überhaupt nicht stimmt. Und ich hatte ja auch, als ich gestorben bin bei dieser X-Wing-Mission, da stand irgendwas von wegen 70. Da kann ja wohl nicht sein, dass jetzt das Ende irgendwie mir nochmal 30% gegeben hätte. Aber hey, ich hab's geschafft. The End. Jetzt wird es nochmal neu starten, oder was? Tatsächlich. Ah, die Mucke ist hier geil. Damit will ich auf jeden Fall das beenden hier. Bam, bam, bam. Mit der coolen Musik im Hintergrund. Sehr gut. Wir haben es geschafft. 5 Parts hat's gedauert. Und meine Güte. Also dieser letzte Part hat es mir nochmal richtig hart gegeben. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt alles zusammenschneiden werde. Ich habe unfassbar viel durchgeschummelt. Und ich fand dieses Ende sowas von schwierig. Holy moly, sage ich dazu nur. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem viel Spaß bei der tollen Reise durch das NES-Land, was Star Wars angeht. Ich glaube, das einzige Spiel auf dem Nintendo Entertainment System. Vielleicht gibt es noch ein anderes, ich werde mal gucken, aber ich glaube nicht, dass ich das so bald anfangen werde, weil das hat mir jetzt echt den Rest gegeben. Diese Schwierigkeitslevel, die sind mir ein bisschen zu hoch, glaube ich. Aber ich finde das wirklich, also das steht aus der Norm, dieser Schwierigkeitsgrad hier an manchen Stellen. Super hart, auf jeden Fall ein trotzdem interessantes Spiel. Ich würde sogar sagen, das könnte man heute auch noch spielen, aber man müsste sehr, sehr, sehr viel mehr Checkpoints setzen. Man müsste Autosaves setzen und man müsste natürlich auch teilweise einfach sehr viel mehr Energie haben oder aber auch sehr viel mehr Energie geben, damit die Spieler da ordentlich durchkommen können. Zumindest so ein Spieler wie ich. Und ich würde jetzt eigentlich gar nicht sagen, dass ich so schlecht bin in allen möglichen Spielen, aber... Puff, das war schwer. Gut, damit soll es das auch gewesen sein mit diesem Projekt. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß dabei und dann sieht man sich beim nächsten Mal. Ciao, ciao.